Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die erste Folge hier bei Kettle und Cops. Ja, dritte Folge am Tag. Wie gesagt, ich mache drei Stück pro Tag. Einmal im LS die Karte von der Marsch von Fat Action. Und einmal die Karte E-Grundierung 2 von Castor. Ja, beides mache ich schon sehr lange. Und irgendwann habe ich mich hier für Kettle und Cops entschieden als drittes Projekt. Ist im Großen und Ganzen recht gut nachgefragt. Was mich persönlich erstaunt hat. Aber das ist halt wie es ist, ne? Ja, wir ernten aktuell Trocken und das müssen wir jetzt praktisch, ja, bis 10 müssten wir die vier Felder insgesamt abgeschlossen haben. Das ist halt so, ne? Ja, ich grüße nochmal, aber ich danke mal allen fleißigen Zuschauern und allen Abonnenten, die jetzt fleißig mal abonniert haben. Ich grüße auch den neuen Abonnenten. Es scheint auch jetzt aktuell so zu sein, dass ein Wachstum konstant da ist. Und bitte alles werden, was mich persönlich natürlich freut. Ne? Ich bin sehr, sehr stolz drauf, dass mal jemand sich da den Klick macht und sagt, ich abonniere. Ne? Ja, das ist längerfristig gesehen noch ein weiter Weg, aber wie gesagt, Stück für Stück. Geduld heißt hier die Frage, ne? Und die fahren ja so schnell. Ich glaube 12 km/h. Drückt mein Auge zu. Ich habe ja getestet, das ist glaube ich egal. Es ändert trotzdem die gleiche Menge. Wieder langsamer. Ich habe nichts gemacht. Unschuldig. Das geht nicht. Wahrscheinlich habe ich auf Gas gedrückt, auf Gaspedal gedrückt. Da ist der Tempo mal rausgegangen. Ob wir das hier vor Ort mit Plus ändern können? Mit Plus gehen wir raus. Na, ändert sich nicht. Bleibt bei 6 km/h. Ich würde gerne so 8 bis 10 fahren, also das wäre schon ideal. Ja, mittlerweile schon in den zweiten Anhänger in Richtung Hof gefahren. Den dritten kriegen wir jetzt hier nicht voll. Die nächsten Felder sind ein bisschen kleiner. Also ich schätze mal auch so 2 Anhänger pro Feld. Das macht zusammen 3. Mit dem hier zusammen noch, also insgesamt 6. Ach, mit dem nachher hier noch einer zu. 7. 2 im Hof macht. Jo. 9. Geht ja um Verkauf, ne? Später. Das ist meine einzigste Einnahmequelle aktuell. Mehr haben wir nicht. Kühe und Rinder ist eigentlich in meinem Mann nicht rentabel, ne? Weil muss ja auch faktisch ein Jahr warten, bis es Schärfe, bis es wieder sich entsprechend war kurz draußen, wieder rein. Und doch so schnell gefahren, fast ja, 16 km/h, ne? Ja, ein bisschen Gas geben, kann auch nicht schauen. Ja, jetzt könnte schon einer mit einem Teller arbeiten, aber wie gesagt, das ist ein KI. Das können wir noch nicht erlauben, das ist aktuell noch nicht machbar. Dazu haben wir noch zu wenig Fläche und da fehlen die Einnahmen, ne?
weiß nicht genau, wann das wann das was bringen würde. Denn, oh, wir haben Staub. Denn wir haben ja relativ kleine Flächen, dann ist würde sich nicht rentieren, da jetzt noch eine feste Arbeitskraft einzustellen, ne? Muss ja auch bezahlt werden. Ich glaube 2000 Euro im Monat kostet der eine oder so. Ja, das muss ja jeden Monat bezahlt werden, ne? Wenn man fest einstellen würde, ne? Weiß nicht, ob das gehen würde, ob wir jemanden einstellen könnten, der dann eine Rinder machen könnte. Immer so nebenbei füttern und so. Aber das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das ist das muss sich rentieren, da muss der Stall voll sein, ne? Idealerweise wäre das so, dass er sogar noch selbstständig Futter vom Feld holt, ne? Also Ackergras ansehen und dann muss er sich dafür sorgen, dass die Tiere ihr Gras kriegen oder ihr Silage. Ja. Und da sind wir noch weit weg. Ob das funktionieren würde, weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht. Jo, was haben wir nicht geerntet? Was haben wir denn gemacht? Ey, der ist voll, Junge. wann ist er voll gewesen? Haben wir aufgepasst? Ich muss keine Frucht zerstören. So, Lenkung auf. Ja, die rät und rät und rät. Und tja, so wird das nichts, ne? Gut, dass wir keine. Auch Fruchtzerstörung ist, glaube ich, noch nicht drin. So, der war ja leer. Der Anhänger. Oh, der Sprit wird knapp, du. Da werden wir noch zum Hof fahren müssen, ohne Schneidweg. Ausfahren. Ja, 10.000 haben wir drin. 18.000 noch, es geht rein. Ja, das dürfte reichen. Gerade so. Ja. Denk wieso? Erntet er nichts mehr. Ja, der Hase klappt weg. Ja, voll. Ja, so ein Anhänger. Größere müssten wir haben, ne? Aber gibt's auch nicht. Macht mir echt Sorgen mit dem Tank. Möchte aber auch nicht so viel reintanken, ne? Aber wenn er stehen bleibt, ist auch schlecht. 70 Liter waren drin gewesen. Jetzt haben wir noch 56. Die nächsten Fälle sind kleiner. 20 Liter Verbrauch ungefähr pro Feld. Muss man sehen, wenn wir mit 15 auskommen, ne? Dann kommen wir hin. Wenn wir bis 50 kommen, ne? Dann werden wir das mal nicht zurückfahren, sondern einfach hier stehen lassen. Weil können wir draußen machen, Rohr. So, fangen wir von oben wieder an. Muss ja irgendwo einen Punkt erreicht haben, wo wir plötzlich ja, hier. Gut. Wir hatten die letzte Bahn schon gemacht. Nehmen wir gleich eine kleine Ecke mit hier.
Lenken. Macht er ein bisschen hochartig. Das gefällt mir persönlich auch nicht. Lenkung aktivieren. Na ja, hier. Mittendrin. So schnell, ne? 16 km/h. Ne, reduzieren auf 6. Das ist mir persönlich zu schnell. T. So. Ah, schöne Wahl heute. Ja, heute. Lenk muss man aktivieren. Können wir nur noch Gas geben. Versuchen wir manuell. Lenkung aktiviert. Können wir nicht erkennen. So. Versuchen wir manuell auf 10 km/h einzustellen. Oh, so, ja. Ist ein bisschen schwierig. Ja, erste Feld fast fertig, das ist gut. Im Grunde 3 Anhänger. Ja. Fast. Fast. Zehn kam ein paar, ne? Ich will 12. Müsste so ein Automatik-Prinzip. Da gibt es garantiert auch, dass er entsprechend auch so schnell fährt, wie jetzt theoretisch möglich wäre, ne? Nicht, dass er zu viel und zu viel entsorgt werden müsste. Also, mal Lenkung aus. Sonst fahren wir immer. Gras wollen wir nicht ernten normalerweise. Jetzt haben wir 3000. Müssen wir mal gucken. Dann haben wir das erste Feld fertig, ne? Ja. Gehen wir gleich am nächsten Feld rein. Feld Nummer 3 oder 4 ist es, glaube ich. Was geradeaus zu ist. Jetzt haben wir Wüste. Oder wir machen einfach das nächste Feld hier. Hier wollte ich eigentlich hier so gestalten, dass wir beide Felder eine Spur entstellen. Das passt bei diesem Feld ganz gut. Wir fangen oben an mit Einstellung und dann werden wir das sehen, dass wir das hinkriegen. Mal sehen, wie viel wir hier Ertrag haben. Ob das vom Düngerergebnis besser ist. Glaube ich eher nicht. Ja, Feld Nummer 7 oder 5. Also von beiden ist es. Hatte ich mir letztes Mal gegönnt. Um Herbst. Bisher werde ich, glaube ich, keine, vielleicht ein Feld kaufen, mal sehen. Hier muss ich einstellen. Das heißt, die Position ist mal ganz gut. Und zwar mit P. Ich muss den entsprechend rüberschicken. Das sieht ganz gut aus. Wir müssen vielleicht ein bisschen nach links gehen. Weil da oben sieht es so aus, wenn wir dann da draußen wären. Ne? Was so ein Grad ausmacht. Ne? So. Dort.
Gehen wir auf 30. Und. Und. Runter mit ihm und T. Das Feld war ja ein bisschen vom Wachstum nicht so weit, ne? Aber wir haben keine grünen Flächen, das ist Lenkung. Dann gehen wir mal zurück. Verstecken wir nichts. So, C. Und nun nachher nacharbeiten, das ist ungünstig. Das kostet Zeit, haben wir nicht. Tja, nun ist schon wieder Zeit, ist Wahnsinn. Und Zeit vergeht. Ja, das soll es auch schon vor heute gewesen sein. Dann mal tschüss, ciao, und dickes Dankeschön für fleißig reinschalten. Tja, ja, morgen geht es weiter, leider mit Roggenernte. Ist zurzeit etwas eintönig. Ich weiß, aber vielleicht kommt irgendwann mal eine andere Arbeit. Mal schauen. Tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.